Während unseres Aufenthalts in Nigeria besuchte ich auch Teile der Chokma International Academy, konkret die Junior Secondary School und die Senior Secondary School. Der Vorsitzende der Chokma International Academy ist der evangelische Pastor David Ibiomi. Die Schulen der Akademie gehören zu den qualitativ besten Schulen in Port Harcourt. Das ist ein Klassenraum der Junior Secondary School. Im Hintergrund befindet sich in jeder Unterrichtsstunde der Classroom Manager, der sich zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern und dem Lehrer im Raum befindet. In den Schließfächern bringen die Schülerinnen und Schüler ihre Materialien unter. Es gibt in der Senior Secondary School, also in den Klassenstufen 10 bis 12, genau 3 MINT-Labore. Das ist das Physiklabor, in dem die Schülerinnen und Schüler vorwiegend in Einzelarbeit Experimente durchführen. Alle Labore sind mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Das Chemielabor ist modern ausgestattet. Im Elektrotechniklabor experimentieren die Schülerinnen und Schüler unter anderem auch mit Arduino. Für die 3 MINT-Labore gibt es genau einen Laborassistenten. Die Bibliothek der Junior- und der Senior-Secondary-Schule besteht aus 3 Stockwerken. In den ersten beiden Stockwerken befindet sich jeweils genau ein Lesesaal, von denen einer mit Computerstationen bestückt ist. In der obersten Etage, die hier nicht gezeigt wird, schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen. Tende Bright von der Secondary School war 2020 der nigeriaweit beste Schüler in der Mathematikprüfung Cambridge IGCSE. Im Vocational Zentrum werden für die Schülerinnen und Schüler berufliche Kurse, wie zum Beispiel Nähen oder auch Kochen, angeboten. Hier ist der Raum mit Nähmaschinen zu sehen. Das ist die Lehrküche. Es werden im Vocational Zentrum die haptischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert. Sehr groß, funktional und schön ist die Aula der Chokma International Academy. Das ist das Gebäude des Internats für die Mädchen. Und das ist das Gebäude für das Internat der Jungen. Hier befindet sich der Speisesaal der Schule. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Rundumverpflegung. Es wird dabei auch auf die individuellen Erfordernisse geachtet. Zum Beispiel gibt es spezielles Essen für Allergiker. In der Health Bay sorgen 2 Ärzte und Krankenschwestern für die grundlegende medizinische Versorgung.
In der Farm auf dem Territorium der Chokma International Academy werden verschiedene Früchte, zum Beispiel Kokosnüsse und Papaya, geerntet, sowie Hühner und Kaninchen gehalten. Außerdem gibt es Wälse, im Englischen Catfishes genannt. Insgesamt war der Besuch der beiden Secondary-Schulen sehr interessant, sehr wohl wissend, dass die Schulen im Qualitätsranking sehr weit oben stehen. Das Personal war sehr nett und hat mir sehr viele Bereiche der Schulen gezeigt. In der Zeit unseres Aufenthaltes war kein regulärer Schulbetrieb, weil Osterferien waren. Trotzdem waren einige Schülerinnen und Schüler in der Schule, um Examen zu schreiben. Mit dem West African Senior School Certificate oder dem General Certificate of Secondary Education können die Schülerinnen und Schüler an der Senior Secondary School die Hochschulzugangsberechtigung erwerben.